Bibi und Tina haben Großes vor. Sie wollen mit ihren Pferden Amadeus und Sabrina einen Wanderritt unternehmen. Ich freue mich schon bei diesem schönen Wetter. Wir haben ja auch lange genug gewartet. Denk nur an den vielen Regen letzte Woche. Aber sag mal, Bibi, wo ist denn deine Reitkappe? Und der Rucksack? Wir wollten doch los. Aber wohin wollen wir denn nun reiten? Naja, es wäre ganz schön, ein paar Ausflugsziele zu haben, anstatt irgendeinen Weg zu nehmen. Sicher fällt uns noch was ein. Du hast mit den Vorbereitungen noch gar nicht angefangen, stimmt's? Ach, die paar Sachen, die ich mitnehmen muss, sind ganz fix gepackt. Mein Rucksack hängt schon im Stall. Ene mene! Bibi! Psst! Ich muss mich konzentrieren. Also, ene mene bunt gelackt, der Rucksack ist nun vollgepackt. Hex, hex! Na bitte! Ganz ruhig, Amadeus. Was ist denn nun passiert? Wir sollten gleich mal nachsehen. Bibi! Bibi! Auweia! Was ist denn hier passiert? Mein Rucksack. Ich hatte ihn an die Wand gehängt. Durch meinen Hexspruch ist er zu schwer geworden und hat glatt den Haken herausgerissen. Sieh dir mal die Wand an. Mutti hat gesagt, auf dem Hof gibt es immer etwas zu reparieren. Schließlich ist er alt und wir sind nicht die Ersten, die hier wohnen. Aber dass uns gleich die Mauer entgegenkommen muss. Fällt dir an dem einen Ziegelstein nicht etwas auf? Stimmt. Mal sehen. Was haben wir denn da? Ein Geheimversteck. Sieht aus wie ein Büchlein. Ein altes Tagebuch. Was steht drin? Aber wir müssen uns auch um Sabrina und unsere Sachen kümmern, wenn es mit dem Ausritt noch was werden soll. Hier kannst du dir mit einem Klick das Tagebuch genauer ansehen. Oh, das Tagebuch hat einem Mädchen namens Franziska gehört. Kannst du die Schrift entziffern? Sie schreibt: Gestern war mein Geburtstag und dieses Tagebuch ist das beste Geschenk. Ich habe bereits einen Ehrenplatz dafür. Wer würde auf die Idee kommen, es im Stall zu suchen? Ich ziehe mich gern zu meinem Pony zurück. Ich will das Tagebuch auf meinem Wanderritt mitnehmen und werde es in Gretels Satteltasche verstauen. Jetzt ich. So, jetzt befinde ich mich in dem Teil des Waldes, wo es viele Rehe und Hirsche geben soll. Ich halte Ausschau nach einem Versteck für mein Kleinod. Aber psst, streng geheim. Gerade hämmert ein Specht. Es macht Spaß, die Augen zu schließen und zu raten, von welchen Tieren die Geräusche um mich herum stammen. Gretel geht es gut. Aber ich glaube, sie hat trotzdem ein klein wenig Heimweh nach dem Bauernhof. Was meint sie denn mit Kleinod? Das klingt so altmodisch. Sicher wollte sie etwas Kostbares verstecken. Vielleicht einen geheimen Schatz. Und das vor langer Zeit. Gretel ist großartig. Sie hat kein einziges Mal schlapp gemacht. Wir sind ein gutes Stück dem Reitweg gefolgt, der an der Eisenbahnstrecke entlang nach Westen führt. Gretel mochte die vorbeifahrenden Züge nicht. Als auch noch ein Tunnel in Sicht kam, bin ich mit ihr nach Süden ausgewichen. Das Gelände dort ist sehr hügelig. Gretel bewältigte den Hindernislauf mit Bravour.
Für andere Pferde wäre das Gelände sicher eine Herausforderung. Gretel war hinterher nur etwas verschwitzt. Ich bin so stolz auf sie. Schade nur, dass ich noch immer kein geeignetes Versteck gefunden habe. So ein Hindernisritt in freier Natur muss spannend sein. Sabrina ist zwar kein Springpferd, aber Franziskas Gretel war ja auch keins. Vor der Eisenbahn hätte Sabrina genauso Angst. Ich habe inmitten einer Blumenwiese Picknick gemacht, in die Wolken geschaut und dem Murmeln des Mühlbachs gelauscht. Einmal bin ich kurz aufgeschreckt. Eine Taube flatterte durch die Dachluke des alten, verlassenen Hauses am Wasser. Es wird nicht mehr lange stehen, falls niemand es richtet. Sonst hätte ich hier meinen kleinen Schatz verstecken können. Das Haus sah allerdings baufällig aus. Als ich mein Pflaumenmusbrot weiteressen wollte, entdeckte ich ein paar ungebetene Gäste. Ameisen. Erst fand ich es schrecklich. Aber dann konnte ich sie mit etwas Naschwerk ablenken und sie ließen uns in Ruhe. Und was lernen wir daraus, Bibi? Ameisen und Picknick gehören immer zusammen. Genau. Wir haben einen weiten Bogen machen müssen, wo im nächsten Monat die Arbeiten für einen Steinbruch beginnen, laut Papa. Als wir erneut auf den Mühlbach stießen, gab es für Gretel frisches Gras und Wasser in Hülle und Fülle. Aber nicht nur das. Ich habe mein kleines Zelt aufgebaut. Ich merke, dass es schwül wird. Langsam sollten wir an die Heimkehr denken. Ich will nicht in ein Gewitter geraten. Dann würde der Bach im Nu ansteigen. Dabei habe ich vor, auf Gretel stromaufwärts zu reiten. Gerade kommt mir der Gedanke, mein Kleinod in das Astloch eines Baumes zu legen. Aber was ist, wenn es zuwächst oder der Baum einmal größer wird als ich? Ich lasse es lieber sein. Wenn Franziska ihr Schmuckstück versteckt hat, dann wohl irgendwo entlang des Mühlbachs. Eine Wanderung im Bach klingt gut. Wenn man mit Erwachsenen einen Wanderritt unternimmt, können sie ein Lagerfeuer machen. Stimmt. Dann gibt es leckeres Stockbrot. Oh, was ist denn hier passiert? Ach du dicker Klecks, da ist Tinte ausgelaufen. Oh, schade. Jetzt wissen wir gar nicht, was dort geschrieben steht. Wenigstens lässt sich noch entziffern, was Franziska vor dem Klecks geschrieben hat. Nach meiner etwas abenteuerlichen Wanderung stromaufwärts habe ich den Mühlbach links liegen lassen. Am steilen, steinigen Ufer kam die Sonne hinter einer großen Sommerwolke hervor. Ich habe Gretel eine Ruhepause gegönnt und mich auf einen alten Kilometerstein gesetzt. Der war schon recht wackelig, aber naja. Ach, was für ein schöner Ausflug. Ich denke gerne daran zurück. Vor allem, weil ich hier ein gutes Versteck für... Tja, und da ist dann der Fleck. Um was ging es, Franziska, nur? Was hat sie versteckt? Ob es noch immer dort liegt? Das ist ja vor vielen Jahren geschehen. Mir kommt gerade eine unglaubliche Idee. Suchen wir nicht ein paar schöne Ausflugsziele? Was könnte spannender sein, als es Franziska nachzumachen? Oh ja! Dann finden wir nebenbei bestimmt heraus, wo Franziska etwas versteckt hat und was es ist. Also ich bin dabei. Das wird sicher aufregend. Sabrina muss gestriegelt werden. Na dann mal los. Ein paar Stellen sind noch schmutzig. Ein paar Stellen sind noch schmutzig.
Stellen sind noch schmutzig. Gute Arbeit, was? Sabrina ist jetzt sauber. An manchen Stellen ist das Fell aber noch struppig. An manchen Stellen ist das Fell aber noch struppig. An manchen Stellen ist das Fell aber noch struppig. Sabrinas Fell ist jetzt überall gebürstet. Ja, Sabrina, jetzt bist du gekämmt. So, alle vier Hufe sind gesäubert. Jetzt sollte ich sie noch einfetten. Da stimmt etwas nicht. Die Hufe sind gesäubert und eingefettet. Jetzt fehlt noch das Sattelzeug. Brave Sabrina. Du weißt ja, die Decke ist dazu da, dass der Sattel nicht rückt. Der Sattel. Aber für unseren Wanderritt brauchen wir noch etwas. Nein, das ist der falsche Platz. Die Satteltaschen. Sie sind praktisch, wenn man einen Ausflug plant. Mit dem Zaumzeug ist Sabrinas Ausrüstung komplett.
Jetzt fehlt noch deine Reitkappe, Bibi. Na, das hätten wir. Super! Noch den Rucksack fertig gepackt, dann kann es losgehen. Das schaffen wir! Rein damit! Die Plane brauchen wir, wenn wir unterwegs zelten wollen. Bei längeren Ausflügen eine Regenjacke mitzunehmen, ist nie verkehrt. Laut Wetterbericht soll die Sonne scheinen, aber darauf allein ist kein Verlass. Das Untersuchungsköfferchen. Sehr gut, dass du daran gedacht hast, Bibi. Dann können wir unterwegs Amadeus und Sabrina untersuchen, falls ihnen etwas fehlt. Stimmt. Notfalls kehren wir um. Proviant. Ich bin gespannt, was deine Mutter uns eingepackt hat. Lassen wir uns überraschen. Ich freue mich schon so auf ein Picknick. Der Kompass. Seine Nadel zeigt immer nach Norden. Bei Landkarten ist Norden immer oben. Das Tuch brauchen wir zum Trockenreiben für die Pferde. Fertig. Ich habe meine Ausrüstung wieder beisammen. Das sieht ja alles schon sehr gut aus. Wir können losreiten, Bibi. Ich bin schon richtig aufgeregt. Jetzt müssen wir uns bloß noch entscheiden, wo wir als erstes hinreiten wollen. Und wenn wir etwas Tolles erlebt haben, schreiben wir das ins Tagebuch. Es sind noch genug leere Seiten da. Klickst du hier, dann siehst du eine Karte der Umgebung vom Martinshof. Mit ihrer Hilfe kannst du entscheiden, wohin Bibi und Tina reiten sollen. Hier sehen wir die Umgebung vom Martinshof. Damals war er ein reiner Bauernhof. Ja, aber einen Stall gab es schon. Alles verändert. Was für ein schönes Fleckchen. Aber sag mal, sollte hier nicht ein Haus stehen? Davon hat Franziska in ihrem Tagebuch geschrieben. Die Stelle stimmt. Das ist die bunte Picknickwiese. Tina, guck! Graf Falco von Falkenstein. Hallo, Herr Graf! Ah, die jungen Damen. Was habt ihr überhaupt an diesem Ort verloren? Wir haben nach einem netten Platz für unser Picknick gesucht. Verständlich. Heute ist ein schöner Tag. Dennoch ist es meine Pflicht, euch zu warnen. Uns warnen? Wovor denn? Meine Inspektion dieser Gegend hat ergeben, dass weder das Ufer befestigt ist, noch die Reste der Ruine weggeräumt wurden. Hat hier tatsächlich ein Haus gestanden? Ein altes Haus aus Lehmstein und Holz. Es war bereits windschief, als ich ein kleiner Junge war. Es scheint mir höchste Zeit, dass ich aufs Schloss reite und ein paar Telefonate führe, damit hier Ordnung Einzug hält. Und bis dahin haltet ihr die Pferde vom Bach fern. In Ordnung. Versprochen. Die Pferde haben Durst. Wir müssen uns gleich um sie kümmern. Das ist der Wald, in dem Franziska den Specht gehört hat.
Meinst du, dass wir auf der gleichen Lichtung stehen wie damals Franziska? Das ist durchaus möglich. Hier gibt es Ahornbäume. Außerdem ist gleich neben der Lichtung ein Wildgehege. Hörst du das auch? Was ist denn das für ein Tier? Ein Tier? Da muss ich euch enttäuschen, Mädchen. Oh, habe ich euch erschreckt? Quatsch! Wir haben mit ihnen einfach nicht gerechnet. So, so. Und da dachtet ihr, wenn keiner hinsieht, könnt ihr mit euren Pferden den Reitweg mal verlassen. Tut uns leid, aber wir machen einen Wanderritt und wollten auf der Waldlichtung kurz Rast machen. Wir passen in Zukunft besser auf. Dann will ich mal ein Auge zudrücken. Macht's gut. Ich muss jetzt weiter. Was denn? Ihr seid ja immer noch hier. Wir haben das Loch im Zaun gesehen und... Ja, ja, ich habe schon verstanden. Das ist tatsächlich ein Riesenloch, durch das mir ein kapitaler Bursche entwischt ist. Doch nicht ein Hirsch? Können wir helfen, den Hirsch zu finden? Eure Pferde kommen gerade recht. Von denen lässt er sich bestimmt beeindrucken. Seid so gut und treibt den Burschen in meine Richtung, falls ihr ihn seht. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr dabei die Waldwege nicht mehr verlasst. Einverstanden? Ja, sicher. Am besten, wir legen gleich los. So, Tina, lass uns den Hirsch wieder einfangen. Ich sehe ihn schon. Und ich sehe den Förster. Gut zu wissen. Wenn wir uns dem Hirsch richtig nähern, treiben wir ihn direkt auf den Förster zu. Hier wartet der Förster an einer Wegkreuzung auf uns. Das macht es leichter. Hier macht sich der Förster ebenfalls auf den Weg. Das könnte schwierig werden. Soll das Spiel eher leicht sein? Dann klicke hier. Auf geht's! Da ist ja der Ausreißer. Na, komm her, mein Junge. Juhu! Mädchen, ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank. Uns hat es Spaß gemacht. Wir werden auch nicht mehr die Reitwege verlassen. Ihr habt euch wacker geschlagen. So, jetzt muss ich los. Viel Spaß noch bei eurem Wanderritt. Wiedersehen! Der war ja richtig nett. Kein Wunder, bei unserem Einsatz, nicht wahr, Amadeus und Sabrina? Hör mal, da ist wer. Das ist ein Specht. Komm, lass uns um die Wette raten. Mal gucken, wer von uns beiden besser rät. Aber ich kann gar keine Tiere sehen. Aber sie sind da. Amadeus und Sabrina spüren es. Stimmt. Jetzt, ne?
müssen wir ganz genau hinhören. Das Spiel ist für Bibi einfacher. Tina kennt sich bei Waldtieren besser aus. Deswegen wird es hier etwas schwieriger. Viel Glück, Bibi! Das Rotkehlchen hat eine rote Brust und trillert gekonnt sein Lied. Der Habicht überrumpelt seine Beute geschickt aus der Luft. Blindschleiche ist ganz harmlos. Gelegentlich sonnt sie sich auf Baumstümpfen. Sehr schön. Buchfinken können ganz schön laut singen. Prima! Der Rotfuchs ist ein Räuber mit sehr gutem Spürsinn. Ihm entgeht nichts. Das war ausgezeichnet. Du hast wirklich alle Tiere richtig aufgespürt. Jetzt können wir sagen, wir erkennen die Tiere des Waldes sogar an ihren Geräuschen. Franziska wäre stolz auf uns. Hier verlässt du dein Tagebuch. Diese Pflanze steht nicht unter Naturschutz und kommt so zahlreich vor, dass wir ruhig etwas Farn für das Tagebuch abzupfen können. Diese Gegend hier ist ja wie geschaffen für einen Hindernislauf. Auf geht's!
Das ist das Gelände, in dem Franziska über Hindernisse geritten ist. Warte! Sei mal still. Ruhig, Sabrina. Die Eisenbahn tut dir nichts. Wir sind ganz weit weg. Und nun? Wagen wir den Hindernisritt? Wir müssen nur den passenden Weg finden. Da steckt etwas in der Felsritze. Du meine Güte! Ist das etwa Franziskas kleiner Schatz? Eine alte Fahrkarte? Wohl kaum. Behalten wir sie doch als Andenken und legen sie in das Tagebuch. Bibi, das Gelände ist ganz schön schwierig. Meinst du, die Hindernisse sind zu hoch für Sabrina? Sie ist kein Springpferd. Du kannst dir ja einen Parcours mit niedrigen Hindernissen vornehmen. Und ich wage mich an die größeren. Hier reite ich voraus und suche für Sabrina leichte Hindernisse aus. Hier reite ich voran und wähle für Amadeus etwas schwierigere Hindernisse. Dann reit mal voraus, Bibi. Geschafft. Puh. Oh, ich bin ganz außer Puste. Das war doch rekordverdächtig. Puh. Mir ist ganz warm. Oh, sieh doch nur, Amadeus ist erschöpft. Er wird doch nicht krank sein. Wenn er Fieber hat, dann müssen wir unseren Wanderritt abbrechen. Lass uns herausfinden, wie es ihm geht. Armer Amadeus. Ob er krank wird? Lass ihn uns genauer ansehen. Was ist als erstes zu machen? Zunächst nehmen wir ihm Zaumzeug, Sattel und Decke ab. Nun den Sattel. Wir müssen Amadeus die Satteldecke abnehmen. Jetzt brauchen wir das Tuch aus dem Rucksack, um Amadeus trocken zu reiben. Amadeus ist aber noch nicht trocken. Amadeus ist aber noch nicht trocken. Thank you.
Amadeus ist aber noch nicht trocken. Amadeus ist trocken. Was kommt als nächstes dran? Wir sollten uns Amadeus' Augen ansehen. Der Blick verrät viel. Der Blick ist klar und ungetrübt. Was meinst du, Bibi? Sind beide Augen gleichmäßig geöffnet? Aber ja, ich finde, sie sehen aus wie immer. Das ist ein gutes Zeichen. Nun lass uns seinen Puls fühlen. Entweder am Unterkiefer oder am Fesselkopf. Genau. An der Arterie des Unterkiefers kann man den Puls fühlen. Ruhig, Amadeus. Vielleicht prüfen wir den Puls besser am Fesselkopf. Stimmt. Wenn wir hier am Fesselkopf Mittel- und Zeigefinger auf die Arterie legen, lässt sich der Puls fühlen. Ruhig, Amadeus. Tja, wenn Amadeus sich das gerade nicht gefallen lässt, könnten wir uns zunächst die Nüstern ansehen. An den Nüsternbewegungen kann man die Atmung sehen. Amadeus atmet normal, oder Tina? Ich glaube ja. Aber weißt du was? Lass uns das Stethoskop benutzen. Das ist eine genauere Methode. Damit können wir die Atmung am Pferdehals hören. Das war zu kurz. Lausch noch einmal und zähl die Atemzüge. Ich habe 4 Atemzüge gezählt. Die nehme ich mal 6. Das macht 24 Atemzüge pro Minute. Normal sind 8 bis 16. Naja, er muss erst wieder zur Ruhe kommen. Jetzt machen wir das Gleiche noch einmal. Aber diesmal messen wir nicht Atemzüge, sondern Herzschläge. Das gehört woanders hin. Ich habe 7 Herzschläge gezählt. Die nehme ich mal 6. Das macht 42 Herzschläge pro Minute. Normal sind 28 bis 40. Amadeus liegt nur etwas drüber. Kein Wunder nach dem anstrengenden Ritt. Wir sollten das Stethoskop zurücklegen und vorsichtshalber messen, ob er Fieber hat. Hier hat das nichts zu suchen. Nein, nein. Nein, nein. Du musst das Thermometer immer schön festhalten. Am besten, wir machen das gleich nochmal. Das Fieberthermometer ist drin. Jetzt bloß nicht loslassen. Ich schalte es an. Schön festhalten. Wenn es zu piepen beginnt, kannst du es herausnehmen. Während du das Thermometer festhältst, musst du stets seitlich neben dem Pferd stehen, nie dahinter. Die Körpertemperatur eines Pferdes beträgt normalerweise 37 bis 38 Grad. Hoffentlich hat Amadeus kein Fieber. Das sind, 37,3 Grad. Oh, Amadeus ist gesund. Wir können das Thermometer weglegen. Danach säubern und fetten wir die Hufe.
legen wir den Hufkratzer weg und nehmen das Fett. Das war leider nichts. Es sollten immer alle vier Hufe eingefettet werden. Prima! Amadeus macht schon wieder einen ganz ruhigen Eindruck. Jetzt bekommt er Decke, Sattel und Zaumzeug zurück. Ja, Amadeus, das gefällt dir. Nun der Sattel. Bravo, Amadeus. Bevor wir das Zaumzeug anlegen, bekommst du einen Apfel zur Belohnung. Ja, den hast du dir verdient, Amadeus. Jetzt fehlt bloß noch das Zaumzeug. Na also, sieh nur, Bibi, wie stattlich Amadeus aussieht. Und er hat sich beruhigt. Das ist die Hauptsache. Jetzt können wir weiterreiten. Alles in Ordnung mit Amadeus? Er ist wohl auf. Ich habe ihm vorhin wohl etwas zu viel zugemutet. Sich alles verändert. Was machen wir, um Amadeus und Sabrina zu tränken? Der Graf hat gesagt, sie sollen nicht zu nah an den Bach. Wenn die Pferde nicht an den Bach kommen, muss eben der Bach zu den Pferden kommen. Also, wie kommt das Wasser zu den Pferden? Aus den vielen Rohrteilen hier lässt sich bestimmt eine Wasserleitung bauen. Gute Idee, Bibi. So kommen Amadeus und Sabrina zu ihrer Erfrischung. Wir nehmen die Teile, die hier herumliegen, und setzen sie aneinander. Genial! Und wenn wir das Wasser fließen lassen wollen, dann heben wir den Stein am Bach hoch. Löcher können wir mit kleinen Steinen verschließen. Sollen wir es uns leicht machen mit möglichst vielen Teilen? Das wäre dann hier. Hier können wir auch versuchen, mit wenigen Teilen auszukommen. Lass uns loslegen. Thank you.
Sieh mal, Bibi. Hurra! Wir haben es geschafft! So, die Pferde sind versorgt. Dann lass uns den Picknickkorb aufmachen. So ein Picknick ist toll. Aber siehst du den Ameisenhaufen da? Was machen wir denn, wenn die Ameisen unser Essen entdecken? Lass uns herausfinden, ob sich ihre Marschrichtung ändern lässt. Wir könnten ihnen etwas in den Weg stellen. Hier lassen uns die Ameisen mehr Zeit. Hier marschieren die Ameisen sehr flott voran. Lass uns loslegen. Hey, mach, dass ihr wegkommt. So können wir kein Picknick machen. Lass uns loslegen. Na also, Problem gelöst. Na, wie haben wir das hingekriegt? Super, Bibi. So ein Picknick im Freien ist einfach toll. Und ohne Ameisen gleich doppelt so lecker. Hey, Glücksklee. Nein, dieser Klee hat nur 3 Blätter. Was soll's? Ich pflücke uns trotzdem was ab. Für unser Tagebuch.
muss Franziskas Lagerstelle am Mühlbach gewesen sein. Weiter, Amadeus! Der Bach. Warum führt er auf einmal so viel Wasser? Der Bach hat viele Zuläufe, kleinere Bäche, die in ihn hineinfließen. Durch das Unwetter neulich hat sich viel Regenwasser angesammelt. Das braucht seine Zeit, um abzufließen. Können wir im Mühlbach durch die Strömung reiten? Das dürfen wir den Pferden nicht zumuten. Lass uns damit warten, bis sich der Bach beruhigt hat. Na, bis dahin gibt es noch viel zu entdecken. Ich hoffe, wir haben alles zum Zelten dabei. Legen wir los. Dann wollen wir mal das Zubehör für unser Zelt herausholen. Die Zeltplane hätten wir. Gib doch mal bitte die Zeltstangen, die Schnüre, die Heringe und die Isomatten. Ich? Ich dachte, du hättest sie eingepackt, Bibi. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Komm, wir sehen uns um. Ich sehe Äste, Schilfrohr und Schilfgras. Mal sehen, was uns dazu einfällt. Passt. Aber es braucht doch Halt. Ob das so hält? Leider nicht. Sehr schön. Da gehört es nicht hin. Ein Ast allein gibt noch keinen Halt. Spitze! Passt. Aber es braucht noch Halt. Das dürfte halten. Gut gemacht. Ob das so hält? Es hält. Ausgezeichnet. Jetzt sieht es schon fast wie ein Zelt aus. Abwarten. Es muss noch die Zeltplane drüber. Hurra! Wir haben es geschafft. Das Zelt steht. Na also. Das Zelt war so zwar nicht geplant, aber Hauptsache es steht. Hey, der Bach hat sich beruhigt. Weißt du, was das bedeutet, Bibi? Na klar, jetzt können wir im Mühlbach reiten und herausfinden, wo Franziska ihren kleinen Schatz versteckt hat. Das erinnert mich an das Astloch, in dem Franziska etwas verstecken wollte. Die Stelle sieht so komisch aus. Außerdem hatte es sich Franziska nicht anders überlegt. Was klebt denn da so? Oh, das ist Harz. Dann mal zu. Aufregend, im Bach zu reiten. Komm schon, Tina. Wir klären erst mal, wie wir uns verhalten, Bibi. Im Mühlbach gibt's auch Hindernisse, die uns den Weg versperren. Oder kleine Untiefen. Um Hindernisse können wir drumherum reiten. Wenn der Bach etwas tiefer wird, dann musst du Sabrina entlasten. Dazu gehst du mit dem Oberkörper nach vorn und gibst mehr Zügelfreiheit.
So wird es für Sabrina leichter, die Stelle zu passieren. Das leuchtet mir ein, Tina. Am besten, ich reite voraus. Dann siehst du, ob ich alles richtig mache. Hier machen wir es uns leichter. Hier suchen wir eine größere Herausforderung. Auf geht's! Bibi, da vorn kommt eine Stelle, wo Franziska Rast gemacht haben könnte. Ich sehe schon. Wir haben ein ganz schönes Stück Weg zurückgelegt.
Bibi. Wir sind am Steinbruch. Heute arbeitet hier niemand. Dann können wir uns umsehen. Nichts als Steine. Als Franziska in unserem Alter war, gab es den Steinbruch noch nicht. Wenn Franziska ihren geheimnisvollen Schatz hier versteckt hat, werden wir ihn nie mehr finden. Die Bagger haben ganze Arbeit geleistet. Oder wir finden ihn nicht, weil Franziska ihn sich später zurückgeholt hat. Oh, wie schade. Wir geben nicht auf, Tina. Wenn Franziska ihn hier versteckt hat, dann war das gut überlegt. Sie wusste, dass sich an diesem Ort einiges verändern würde. Also, ist etwas zu sehen, was es damals bereits gegeben hat? Der Stein da im Schatten. Er sieht nicht so aus, als sei er gerade ausgebaggert worden. Ja, tatsächlich. Der Form nach könnte es ein alter Kilometerstein sein. Er ist ganz verwittert. Kilometerstein? Du, Tina, davon stand doch etwas im Tagebuch. Franziska hat sich auf ihn gesetzt und festgestellt, dass er etwas wackelig war. Komm, wir versuchen mal, ihn anzuheben. Gleich! Da! Da glänzt etwas. Ein Medaillon! Das also war Franziskas Geheimnis. Und nun? Komm, Bibi, wir reiten nach Hause zum Martinshof und zeigen das Medaillon Mutti. Los, meine Süße! Kinder, ihr glaubt ja gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ihr ganz allein einen Wanderritt gemeistert habt. Und dieses schöne Schmuckstück. Wie hieß doch gleich das Mädchen, dem es gehörte? Franziska! Und sie hatte ein Pony namens Gretel. So stand es in ihrem Tagebuch, das wir in der Mauer gefunden haben. Das Malheur mit der Wand habe ich längst behoben. Es sah schlimmer aus, als es war. Wer hätte gedacht, dass so etwas vor unserer Nase versteckt ist? Weißt du auch, wer diese Franziska war? Eine Freundin aus Kindertagen. Sie lebte mit ihrer Familie auf dem Martinshof, bevor wir ihn gepachtet haben. Franziska hat sich immer sehr für Pferde eingesetzt. Dann könnte die Widmung auf dem Medaillon damit zu tun haben. Vermutlich stammt es vom hiesigen Tierschutzverein. Was ist denn aus Franziska geworden? Wir haben uns später aus den Augen verloren. Wenn sie ihren großen Traum wahrgemacht hat, dann ist sie ins Baskenland gezogen. Sie wollte ihren geliebten Potter-Ponys nahe sein, die dort noch wild in den Bergen leben. Dann werden wir das Medaillon aufbewahren. Vielleicht kommt sie ja wieder. Und das Tagebuch? Es sind noch ganz viele Seiten frei. Da habe ich eine Idee. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Ja, ein Tagebuch kann doch jeder führen. Von jetzt an gehört das Tagebuch dir.